Hallo, willkommen zu einer weiteren Runde von Pioneers of Pagonia. Wir werden erst einmal zusehen, dass wir hier dieses Gebiet für uns erschließen, nutzbar machen. Da kommen schon wieder jede Menge Banditen an. Moment. Ja, Augenblick habe ich entsprechende Leute, die ich da hinschicken könnte. Ich hätte diese Leute, die ich da hinschicken könnte. Ich mach nur einfach mal. Wo sind die Banditen? Da sind die Banditen. Die kommen irgendwie aus der Ecke. Dann müssten die eigentlich in der Nähe ihr Lager haben, könnte ich mir vorstellen. Okay. Ja. Euer Eingreifen ist gar nicht erforderlich. Ihr könnt direkt wieder zurück. Ja. Aber danke für euer Engagement. So, wir haben jetzt hier, was habe ich hier da rumfliegen? Waldläufer. Ach ja, richtig, da war ja was. Die Waldläufer. Die muss ich natürlich jetzt wieder aufbauen. Da sind es nur drei. Hier habe ich die. Das waren das Wachen, genau. Und hier habe ich. Veteranensoldaten. Das ist. Soweit okay. Das sind die Nachbarn. Ah ja. Ich sehe. Okay. Alles gut. Das Lager wurde ent. Oh. Holy moly. Banditenlager. Moment mal. Wo sind die? Ah, ja, wie ich vermutet hatte, ne? Hier so in der Ecke sind die angesiedelt. Zwei Stück natürlich. Wie immer sind ja meistens mehr als eins, muss man so, mehr als ein Lager. Cool. Ja, Diebe hatten wir ja da auch noch irgendwie rum existieren und Schrecken oder so. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Irgendwas war da noch. Achso, ja, Diebe, ja, wo wir gerade beim Thema sind. Die Diebe. Die bösen Diebe. Ich glaube, ich baller das hier mit Wachtürmen zu, ja, so wie ich kann. Ne? Moment mal, ich hab hier die Wachen, da sind die Waldläufer. Genau. Und ich hatte hier noch das Problem mit den Dieben. Deswegen hatte ich da so viele. Ja, hilft nichts. Ich muss das hier absichern. Da kann ich noch so lange überlegen und hin und her und hast du nicht gesehen, da kommen wir nicht drum rum. Das Gebiet wird ja hier noch erweitert, hoffe ich. Wenn das hier alles einigermaßen glatt über die Bühne geht. Ja. Schauen wir mal. So. Folgendes. Nein, ja. 10 Stück in der Zahl. So. Wie sieht es hiermit aus mit der Akademie? Das ist schon mal gut. Ein paar Eisenlanzen sind schon mal da. Ich habe. Ja, da muss noch was passieren hier. Ne? So, das ist noch nicht optimal. Waldläufer. Wir brauchen jede Menge Fackeln. Wie sieht es mit der Holzwerkstatt aus? Die ist mit den Speeren fertig. Die brauche ich aber nicht mit den Holzsperren. Das müsste sich jetzt zumindest erst einmal erledigt haben. Fackeln, da machen wir direkt mal hier. Du machst mal direkt 20 davon. Seht zu, dass du fertig wirst. Ich brauche ja Leute.
2. Ich mache erstmal 10. Rekrutiere erstmal 10. Hier kann ich. Ja, ich warte erstmal noch. Wie sieht das hier aus? Neun Silberdegen hätte ich da noch anzubieten. 9 Silberdegen. Hier ist silbertechnisch alles aufgebraucht. Ich habe Eisen, ich habe Kupfer. Und der gute Mann hier macht, oder die guten Leute hier, die machen Eisenschwerter. Da werden noch 4 hergestellt. Dann müsste ich hier, genau, habe ich noch Eisenlanzen im Auftrag. Hier ist uns soweit alles weg. Ja. Da machen wir noch ein paar. Von diesen leichten Rüstungen. So, ein Dieb weniger. Hat leider ein paar Leute gekostet. 9 von meinen Wachen. Wie sieht es hier mit den Soldaten aus? Die sind noch vorhanden. Und die bleiben jetzt auch erstmal hier. Das ist einfach nur als, ne, so ein kleiner Schutz. Warte mal. Wachen 9. Was habe ich noch? Dann würde ich erstmal sagen, hier eine normale Wache zur Verstärkung dorthin. Der hat bis jetzt Bronzeschwerter gemacht. Guck mal, ob ich hier Eisen Pflanzen herstellen kann. Denn die brauche ich auch ganz dringend. Es hat 2 Produktionsstätten als eine. Jetzt weiß ich doch, was ich wollte. Die Rüstungsschmiede, da ist die Rüstungsschmiede. Die sind noch mit einigen Aufträgen beschäftigt. Die sollen die erstmal abarbeiten. Eisen und Kohle ist da. Und Kohle. Nicht Cola, sondern Kohle. So, was? Eisentagebau schon wieder am Ende. Oh mein Gott, der ist auch schon alles weg. Wertvoll. Das geht immer ratzfatz. So, die Leute freisetzen, damit ich die anderweitig dann einsetzen kann. Ich sehe hier Kohle. Ich sehe hier nicht ein Fetzen Eisen. Moment. Ah, da hinten. Da muss ich dringend hin. Die sind. Ah, habe ich schon gemacht. Die sind entsprechend vorhanden, die lieben Leute. Schemen. In der Ecke gibt es irgendwie alles. In erster Linie Leute, die ich nicht leiden kann. Ich schicke mal meine Waldläufer los. Hilft ja nichts. Die sollen sich immer mit den Schemen ein bisschen beschäftigen. In der Hoffnung, dass sie das geknackt kriegen. Ganz sicher bin ich mir da nicht. Oh, die greifen sie immerhin an. Das ist mal gut. Ein Schemen weniger. Das war sehr hart, der eine da. Den hat es jetzt auch erledigt und den auch. Cool. Hat einiges an Waldläufern gekostet. Leider. Aber der Einsatz war nötig. So, zurück. Zug, bitte. Wie viel habe ich jetzt noch? 6. So,
3 Schemen weniger. Aber das hilft alles nichts. Ich muss irgendwann mal auch hier ne, die entsprechenden, das entsprechende Lager von denen finden. Und ich würde es cool finden, wenn ich über kurz oder lang meine Soldaten zusammenkomme. Moment, da habe ich 10, immerhin. Hier ist. Achso, das ist der mit den Waldläufern, mit den Waldläufern. Wo ist denn der? Da ist der andere. Das heißt, ich habe insgesamt 17. Oder habe ich das gerade irgendwie vertan? Moment mal. 7 Soldaten habe ich. So, irgendwo ist hier was falsch gelaufen. Achso, die sind dann noch geordert. Die habe ich noch gar nicht. Also ich habe überhaupt nur 7. Nur 7 an der Zahl. Wir brauchen jede Menge Soldaten. Wir brauchen jede Menge Soldaten. Warten wir noch hier den einen ab. Der müsste ja auf dem Weg sein. Irgendwo. In diesen Weiten. Ah, da ist die entsprechende Person, die hier eine Kettenrüstung trägt. Die nächste Dame da. Eine Waffenschmiede, die nichts zu tun hat. Das ist nicht gut. Waffenschmieden müssen immer was zu tun haben. Dann ist die Order ganz klar. Eigentlich habe ich keins. Die ist schlecht. Da ist aber noch was Eisenerz, das verarbeitet werden kann. Dann würde ich hingehen wollen und ihm sagen, ihr macht doch mal da so 10 Eisenlanzen. Eisenlanzen. Der ist noch mit den Schwertern beschäftigt. Nee, da wollte ich nicht. So, wie sieht's denn aus? Das sieht gut aus. So, 10 Leutchen, bitteschön. Würde ich die unterkriegen? Hier wahrscheinlich nicht. Nee, alles weiter in Ordnung, aber immerhin darf ich auch nochmal 7. Das ist cool. Hier ist noch jede Menge Platz. Ja. Das würde also funktionieren, theoretisch. Wieder der falsche Wachturm. 2 Männer sind auf dem Weg. Hier sind es nach wie vor 7. Die 3 hätte ich ganz gerne wieder. Wie sieht's aus? Hier mit, wo war das? Achso, das ist eine Garnison. Dann folgendes. Die weg. Dann müssten die sich, wenn sie sich nicht hierhin begeben, direkt auf den Weg hierhin irgendwo machen. Das scheint auch halbwegs zu funktionieren. Die ersten 5 sind auf dem Weg. Ich hoffe, der Rest folgt. Dann würde ich dann hier auf 10. Achso, das würde der von sich aus machen, glaube ich. Sollte eigentlich funktionieren. Die will ich denn nicht haben. Ah, okay. So. Ist mittlerweile 5 angekommen. Ah ja, Wind geht voran. Da fehlen mir immer noch Leutchen. Leutchen, das geht so nicht. Leutchen, sieh zu, dass ich hier meine Leute kriege.
Moment, die brauchen. Die brauchen auch mit die Kettenrüstungen. Okay, gut. Rüstungsschmiede, wie sieht's aus? Gerade nichts zu tun. Jetzt schon. Wo habe ich die Wachen? Die habe ich. Da. Okay. Ich habe keine Grenzsteine. Auch wenn nicht die Steinmetze sind irgendwie. Moment, Augenblick. Bin ich verwirrt. Sägewerk, Posthaus, Steinbruch. Wir grasen erstmal die Steinbrüche ab. Ich würde sagen, Stein habe ich noch mehr als genug. Oder sollte ich zumindest mehr als genug haben. Das ist der nächste, der ist hier mit beschäftigt. Da habe ich hier noch einen. Steine, also an Steinen alleine dürfte es nicht scheitern. Was ist denn hier mit? Moment. Sägewerk, nein. Ich habe Steinmetze. Nein, wollte ich gar nicht. Steinmetze. Sägewerk. Waffenschmied. Nee, da. Steinmetze. Okay. Oh! Aus irgendwelchen Gründen die Produktion der Grenzsteine eingestellt. Da war was. Aus irgendwelchen Gründen hatte ich das mal gemacht. Ist nicht gut. Gut, dass ich das jetzt sehe. So. Okay, die sind wieder voll dabei. Steinmetze brauche ich sowieso noch einen dritten. Dann machen wir das. Ein dritter Steinmetz. Wo kriege ich denn jetzt hier noch einen Steinmetz unter? Das würde unter Umständen hier klappen. Und dann da machen wir das auch. So. Schon wieder irgendwelche Schemen. Da hinten. Der terrorisiert hier meine Leute. Da ist auch so ein Schemen am Rumterrorisieren. Die werden sehr wahrscheinlich hier irgendwo ihr Gebiet haben, ihr Lager haben. Hier so, vermute ich mal, hier so in diesem Bereich. Aber ich würde ganz gerne erstmal die bösen Banditen loswerden wollen. Hier wird schon wieder gekämpft. Ah, man macht den Dieben so ein bisschen das Leben schwer. Beziehungsweise die fangen jetzt an, da meinen Leuten das Leben schwer zu machen. Das ist nicht gut. Alles klar, alles klar. Genau, schickt ihn in die ewigen Jagdrunde. So, wie sieht's hier aus? Könnte besser aussehen. Da habe ich 10 Mannekes, da habe ich 7 Mannekes immer noch. Das muss ich dann auf die Art und Weise steuern. Ich denke, dass wir den hier entsprechend auf 10 hochsetzen, aber so funktioniert das wohl dann erstmal nicht. Okay. Was habe ich hier? Veteranensoldaten rum existieren, 4 Stück. Die ich eigentlich zumindest 3 davon hier brauchen würde. Ah, sind auf dem Weg. Cool. Läuft. Okay.
Freimetz ist im Bau begriffen. Ich hoffe, die Werkzeuge reichen noch aus. Was ist das? Messer. Ja, Steinmetz braucht selten Messer. Ich brauche aber so langsam, aber sicher Grenzsteine. Das wäre sehr hilfreich, wenn ich hier weiterkomme. So. Produktion ist im Gange, das ist schon mal cool. Nachdem ich die unfreiwilligerweise, unverständlicherweise pausiert habe. Manchmal passieren ja selbst seltsame Dinge. Wie sieht es hier mit der Schmelzhütte aus? Die hat tatsächlich noch ein bisschen Eisenerz. Was ist mit der anderen? Auch da ist noch etwas Eisenerz gegeben. Das ist schon mal erfreulich. Da kann zumindest die Eisenproduktion noch weiterlaufen. Die Rüstungsschmiede ist einigermaßen aktiv. Die Waffenschmiede hier macht Feierabend. Warum? Was ist da los? Schwerter. Hat sie 10 da rumliegen? Muss man den auf 10 weitere zu machen? Ich weiß, es geht maximal bis 16, aber was ich gesagt habe, ich. Wir sind auch nochmal 7. Ich würde vorschlagen, Moment mal. Machen wir mal so 5. Erstmal. So. Und das wäre ja, mal spät. Gucken wir später mal. Ach, wie sieht es hier mit den Wachen aus? 10. Hier ist ein bisschen wenig. Da muss ich noch ran. Da werde ich dann entsprechend noch die Wachen erhöhen müssen. Alles zu seiner Zeit wird gemacht ab der nächsten Folge. Ich danke für eure Unterstützung. Ich danke für deine Unterstützung, für euer aller Dabeisein. Vielen, vielen lieben Dank. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, alles Gute und genießt die Zeit.